Donatello, wir sehen gerade Phantomas. Das war das große Gänsenhausener Kunstfilmfestival. Also ich, April, bring gleich einen Sonderbericht und den sollen wir uns ansehen. Hier ist April O'Neill aus einem geheimen militärischen Testlabor. Ich werde Ihnen jetzt die erste öffentliche Vorführung eines Superlasers zeigen. Entschuldigen Sie. Unterbrechung. Oh, Leute. Da kann man nur sagen, seid froh, dass ihr nicht da draußen seid. Hey, du bist doch eine Schildkröte und die lieben Wasser. Wasser ist zum Waschen da, Fallerie und Fallera. Auch also zum das hier, das ist die Energiequelle des Lasers. Für diesen Laser braucht man eine enorme Energie, und zwar genau 1,3 Gigawatt. Molto Fantastico, Leute, oder nicht? Ich frage mich nur, wie viel ist ein Gigawatt? Also ein, um es genau zu sagen, wenn du ein Gigawatt verbrauchst, dieser neue Laser soll durch jedes dem Menschen bekannte Material schneiden können. Jetzt werden wir sehen, wie dieser Laser mit voller Leistung diese meterdicke Stahlplatte durchschneiden wird. Achtung! Raus! Den Strom aus! Was hab ich? Was ist das für ein Laser? Sieht so aus, als wäre die ganze elektrische Leitung vom Blitz getroffen worden. Alle haben die Halle verlassen. Ein großes Licht erhält jetzt die Versuchshalle und irgendetwas kommt aus dem Licht. Es ist so was Ähnliches wie ein Roboter. Wow, was für ein Ritt. Wo bin ich hier? Es ist fantastisch, Ladies and Gentlemen. Diese Figur hat gerade gesprochen und zwar in unserer Sprache. Was ist das? Das muss irgendwas aus dem Weltall sein. Gib Feuer! Die Bewohner schießen sofort auf Fremde. Das kann nur die Erde sein. Hey, was? Was ist mit meinem Laser passiert? Ich weiß nicht, aber machen wir lieber, dass wir wegkommen. Wir haben das Ding nicht mehr im Griff. Wir müssen das unbedingt vernichten. Ha, ha, ha. Das kitzelt. Ein extrem altes Lasermodell. Ich hoffe, es war kein Familienerbstück. Die Frage ist, was ist das für ein Ding? Was ist auch nicht? Ich kenne jemanden, der es liebend gerne in die Finger kriegen würde, kenne ich. Hey, du meinst doch nicht... Na, wer sonst? Ich will diesen Roboter. Jetzt hören Sie mal zu, Crane. Sie können nicht alles haben, was Sie im Fernsehen sehen. Das hier ist keine Teleboutique. Na ja, wenn der olle Crane sehr, sehr lieb ist, dann schenken wir ihm vielleicht einen zu Weihnachten. Ruhe, ihr mutierten Ochsfrösche. Ich habe noch nie so einen Roboter gesehen. Er ist durch Laserwaffen nicht zu verwunden. Er ist aus keiner Welt, die ich kenne. Warte, hast du das gesehen, Shredder? Das nennt man Nacken. Etwas, das Sie sicher gerne hätten. Oh, auch wenn ich nur aus hochwertigem Hirn bestehe, habe ich doch Gefühle, du unerzogener Strolch. Der Nacken dieses Roboter ist möglicherweise sein einziger verwundbarer Punkt. Also, du bringst diesen Dokilator an seinem Nacken an. Er wird sich über die Programmierung des Roboters hinwegsetzen, sodass wir ihn kontrollieren können. Wenn ich mir vorstelle, wir haben eine ganze Armee von diesen unbesiegbaren Robotern, dann, Shredder, wird die ganze Welt von mir beherrscht werden.
Und dieses Dingelchen hatten Sie zufälligerweise hier rumliegen, hä? Wir dürfen nicht lange warten, also verschwinde schon. Und denke daran, die Batterien des Dokulators halten nicht lange. Du musst, wenn du den Roboter hast, hier sofort wieder erscheinen. Keine Sorge, ich werde Ihnen das Ding schon bringen. Ich wünschte, ich würde eine Dimension X-Dollar von dir kriegen für jedes Mal, wenn du versagt hast. Ich habe das Gefühl, die Armee will diesen unbesiegbaren Roboter unbedingt in die Finger bekommen. Hi, Lady. Oh, hey, was machst du mit mir? Ich bin ein Gentleman, ich rette dich vor den Comanchen. Ich glaube, ja. Aiden ist in ernsten Schwierigkeiten. Genau, denn sie muss sich diese langweiligen Cowboy-Sprüche anhören. Na, dann los, es ist Turtle-Zeit. Turtle-Power! Lass mich sofort wieder runter, du Blechdosen-John Wayne! Hey, R2G2, hast du was an den Ohren? Lass sie runter! Hallo Jungs, Mann, bin ich froh, dass ihr endlich da seid. Hey, wenn ihr euch duellieren wollt, dann zieht. So viel zum Thema, lass sie runter. Ich hab schon eine Idee. Hör zu, du wirst das Ding ein wenig beschäftigen, Michelangelo. Inzwischen greifst du und Donatello ihn von hinten an. Kommt und schluckt meine blauen Bohnen, ihr Feiglinge. Ihr zwei wolltet mir doch nicht etwa in den Rücken fallen, oder wie? Ich finde, wir zwei sollten das erstmal ausdiskutieren. Michelangelo, was soll denn das? Hast du einen an der Klatsche? Lass mich mal was ausprobieren. Hey, Bruder, Peace, Friede, Kumpel. Friede, Kumpel. Okay, Alter, los, gib mir 5. Also, wie ist dein Name, Alter, und von wo kommst du geritten? Ich bin Mac, mobiler, armierter, computerisierter Kombatant. Ich bin von Ebene 4, Sektor 8. Also, wenn Ebene 4, Sektor 8... Hey, was für ein Jahr ist denn jetzt, Mac? Hey Mann, das ist doch ein alter Kuchen. Wir haben das Jahr 2390. Der Typ kommt aus der Zukunft. Das Datum ist 400 Jahre später. Da will jemand mit uns reden. Ich werde diese lästigen Kerle ruhig stellen. So viel zu diesen Gunman-Fuzzis. Hör zu, Mac, die Gegend hier ist ein bisschen aggressiv. Am besten, du kommst mit uns. Geben wir dem Pferd die Sporen, Leute. Wie kommt es, dass du wie ein Cowboy redest, Mac? Weil es auf diesen langen intergalaktischen Flügen nichts weiter als ein paar alte Westernfilme zu sehen gab. Ah! Hey, was ist, Mac? Haben wir das nicht wieder spitze gemacht, Chefchen? Dieser Roboter steht jetzt unter meiner Kontrolle. Habt ihr gehört, Turtles? Ich bin unter deiner Kontrolle. Na, wunderschön. Der Schrottwisser hat sich gerade mal wieder die mächtigste Waffe der Welt geschnappt, hatte. Das ist vielleicht ein Megamist. Schneller, schneller! Sie haben Mac, wir müssen sie aufhalten. Los, vernichte die Turtles. Ich vernichte die Turtles. Oh nein, Mac, du wirst doch nicht wirklich schießen. Hey, was ist denn los? Hast du mich nicht verstanden? Ich sagte, vernichte die Turtles. Omre, ich habe das Gefühl, du bist auf dem Weg zum letzten Gefecht. Der Dokulator hat versagt. Ihr werdet jetzt tanzen, ihr blöden Kuhtreiber. Also, Schweinebacke, was tanzen wir? Walzer oder Foxtrot? Ist mir egal, Hauptsache ich kann führen. Schredder und seine Hiwis machen schon wieder einen Abgang. Vielleicht haben sie eine Pizza im Ofen. Hey, Alter, ist alles okay? Wir dachten schon, du wärst durch Schredder ein bisschen umprogrammiert worden, dachten wir. Naja, ich fühlte mich für einen Moment unprogrammiert. Doch ich kann solche Kerle nicht leiden, sie sind zu gewalttätig. Hey, was heißt, du magst keine Gewalt? Du wurdest doch als Kämpfer programmiert. Das war ein Fehler, kleine Lady. Also, weißt du, Mac, ich würde gerne mal ein Interview mit dir machen. Mac, der Roboter aus der Zukunft. Von April O'Neil, exklusiv. Werd ich dafür vielleicht ein Honorar bekommen? Da musst du aber ganz schnell in die Hufe kommen, sonst hat ihn dir Spülberg weggeschnappt. Also hast du mal wieder eine Niederlage eingesteckt, Schredder. Du kannst nichts dafür, du bist nun mal eine Doppel-Null. Wenn ihr blöder Dokulator funktioniert hätte, wäre das nicht passiert. Ich habe deine dämlichen, miserablen Entschuldigungen satt. Ich habe schon einen besseren Dokulator entwickelt, einen, der nicht versagt. Wenn er funktioniert, kriegen Sie auch Ihren Roboter. Das schwöre ich Ihnen. Hand aufs Herz, Prof, auf den Tod. Welches Herz? Schredder, du bist schon in Ordnung. Das war ein tolles Interview, Mac.
Immer zu Diensten, Ma'am. Dann sollten wir jetzt gehen, Gevatter. Oh nein. Du Nummer 5, was treibt dich denn hierher? Mac, das ist doch nur eine Fernsehkamera. Oh, wie seltsam. Er sieht aus wie mein Bruder. Also, er schlägt auf jeden Fall jede U-Bahn. Hier gibt es viel zu sehen. Ich will noch viel mehr lernen. Ich will sofort zur nächsten Speicherbank. Hey, was meint unser Freund mit Speicherbank? Ich glaube, er meint eine Leihbücherei, meinte. Dann müssen wir da lang. Oh Mann, großartige Turtles, ja, aber großartige Leser, nein. Sie haben hier einen Sicherheitsbeamten, also macht nicht so einen Lärm. Wahrlich faszinierend. Wow, sowas nennt man Lesen. Das wäre was fürs Guinness-Buch. Hey, was tut ihr hier nachts um diese Zeit? Ich lese Bücher, Alter, und das macht tierisch Laune, du Penner. Bist ein Klugscheißer, ha? Ich werde dir was geben. Machen Sie keine Probleme, Sir, wir werden die Bücher alle lesen, auflesen. Kommt, Freunde, räumt schon auf. Ein Moment, das ist doch der Roboter, den die Armee sucht, nicht wahr? Ja, es ist schön, gesucht zu werden. Jetzt weiß ich es, ihr vier habt ihn entführt. Nicht anfassen, das mag ich nicht. Ups. Nett, die Herzchen. Also ein Herz, also ich denke, es wird Zeit, dass wir aus dieser Bibliothek verschwinden. Ja, und zwar so schnell wie möglich. Wartet, ihr Schleimer, und kommt sofort zurück. Ich finde, deine Kanone sitzt zu locker im Halfter, John Wayne. Aber dieser Aufseher wollte doch gewalttätig werden. Und ich hasse Gewalt. Entschuldige, aber ich könnte gewalttätig werden, wenn ich Herzchen unter Höschen sehe. Dieser nette Herr ist unser Sensei Splinter. Hallöchen, Kumpel. Ach ja, Hallöchen. Hey, komm, Mac, ich zeig dir meine Werkstatt. Da kannst du dir jede Menge Daten einpfeifen. Okay, ich bin auch sehr hungrig nach Daten. Mann, willst du mich schmoren oder grillen? Entschuldige, seit meiner Ankunft sind meine Kreisläufe etwas desolat. Was ist passiert, Mann? Euer primitiver Bildempfänger hat gerade seinen Geist aufgegeben. Was meinst du mit primitiv? Wir müssen für diesen Empfänger noch 28 Raten bezahlen. Ich habe mit unserem Freund einen Test gemacht und ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass ihm die Reise nicht bekommen ist. Also, sein Zustand verschlechtert sich rapide. Und wie können wir dem Kleinen helfen? Ich glaube, dem Typ ist nicht mehr zu helfen. Er wird eine echte Gefahr werden. Der Junge wird wahrscheinlich explodieren, wird er. Ach du Schrott! Ich darf meinen Freunden keinen Schaden zufügen. Ich muss sofort verschwinden. Hey, was seid ihr denn für Figuren? Das wird dich etwas abkühlen. Hört zu, ihr zwei Pfeifen. Ihr geht jetzt an die Oberfläche und wartet dort auf mich. Schäfchen, Krang hat doch gesagt, wir sollen ihn, wenn wir ihn haben, sofort ins Technodrom bringen. Er wird sein Spielzeug noch früh genug kriegen. Aber zuerst werde ich mich eine Weile mit ihm amüsieren. Master Splinter, ich glaube, Mac ist verschwunden, ist er. Vielleicht hat er uns vorhin belauscht. Er wird in dieser dreckigen Stadt keine Minute durchstehen. Er ist völlig unerfahren in unserer Welt. Und die Gefahr ist für alle groß. Ja, besonders wenn sich einer in seiner Nähe befindet, Meister. Sehr gutes Interview, April. Oh, danke, Chef. Die Fernsehzuschauer werden ihn lieben, diesen friedlichen militärischen Roboter aus der fernen Zukunft. Zu schade, dass er kein Auto fährt. Habt ihr schon gehört? Aprils Roboter hat ein Polizeirevier attackiert. Das ist Mac. Oh, du. Ich dachte, es wäre ein friedfertiger Roboter, aber er zerstört die ganze Stadt. Wo willst du hin? Ich will über ihn berichten und die Turtles warnen. So ist es gut. Chaos, Zerstörung. Das liebe ich. Schnell, Freunde, ihr müsst Mac unbedingt aufhalten, bitte. Keine Angst, wir tun, was wir können. Oh, Junge, Mann, seht euch das an. Das ist doch absoluter Megaschrott. Ist mir schlecht. Also, ich glaube nicht, dass Mac so Schrott tun würde. Ich schon, sieh mal da. Kennt keine Gnade, Kämpfer. Vernichte die Turtles. Es ist der Schrottfresser. Und er hat Mac unter seiner Kontrolle. Raus hier und volle Deckung! Es ist der Schrottfresser. Und er hat Mac unter seiner Kontrolle. Raus hier und volle Deckung! Ich liebe den Geruch von Lasern in der Nacht. Er unterscheidet sich gewaltig von dem Mac, den wir gekannt haben. Ich mochte den alten irgendwie lieber.
Wo sind neue Ziele? Wow, was für ein Anblick. Hm? April, was ist? Bist du okay? Ach, vergiss mich. Sieh dir mal an, was dieser blöde Kerl mit meiner Kamera gemacht hat. Also der blöde, Mac kann doch nichts dafür. Shredder benutzt ihn mit irgendeinem Gerät, womit er ihn kontrollieren kann. Und doch was, der Gute kann jederzeit explodieren. Wir sollten jetzt lieber verduften, denn irgendwann macht es Kavum. Dann ist es, glaube ich, egal, wo du dich befindest. Es ist genug destruktive Kraft in ihm, um die Stadt in einen Schrotthaufen zu verwandeln. Shredder, ich will sofort diesen Roboter im Technodrom haben, bevor ihn dir die Turtles wegnehmen. Diese verblödeten Reptilien werden mich niemals finden. Ich habe mein Image geändert. Sieh her, guter Crane, während die Turtles verlassene Lagerhäuser und schabenverseuchte Wohnblöcke durchsuchen, schwelgt der schlaue Fuchs im Luxus. Und wer zahlt dir diesen Luxus, mein guter Shredder? Ich habe mir ihre außerirdische Expresscard ausgeliehen. Ohne die verlasse ich das Technodrom noch nie. Mac muss genau diesen Weg lang gelaufen sein. Sieht irgendwie so aus, als hätte der Junge Blähungen. Er hilft vielleicht einigen armen Menschen. Also wenn er... Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, als würde er uns irgendwo hinziehen. Ich hoffe, du hast recht. Ja, Hilfe! Das ist eine Karte! Also irgendwas sagt mir, das hier ist der Ort. Du und deine verrückten Ahnungen. Nicht stehen, gehen! Sehen Sie sich das an, ich bin ruiniert. Ich schwöre Ihnen, das war das letzte Mal, dass ich meine Suite an eine Bande Junggesellen vermietet habe. Wissen Sie, in welche Richtung Sie gegangen sind? Sehen Sie sich den Teppich an, dann oh ja, da kommt Freude auf. Molto Katastrofo. Ich würde sagen, Sie führen zum Keller. Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Schrottfresser immer tiefer sinkt. Ein Transportmodul. Sie entkommen uns schon wieder. Hey, da steht noch ein Modul. Folgen wir ihm. So wie ich das sehe, müssen wir zuerst die Fußsoldaten erledigen. Wenn ihr erlaubt, Freunde. Hey, Kumpels! Ihr habt euer Gepäck vergessen. Diese Fußsoldaten sind doch irgendwie Banane. Bist du sicher, dass du so eine Rakete hier fahren kannst? Was soll denn schwierig sein? Wenn Bebop und Rocksteady es können, können wir es auch. Ist mir schlecht. Also, mein Plan sieht folgendes vor. Wenn das Zeitportal sich öffnet, wirst du mit einer Armee deiner Roboterfreunde in diese Dimension zurückkehren. Ja, mein Meister. Oh, wie lieblich doch diese Worte klingen. Und es werden viele von diesen netten Figuren sein, die gehorchen, wenn ich etwas befehle. Aber der Energiefluss wird den da zerstören. Gut, dann muss ich wenigstens nicht länger seinen grässlichen John Wayne-Westentaschendialekt ertragen. Oh, was ist das? Ein zurückkommendes Transportmodul. Und es transportiert die Turtles. Sie wollen ganz sicher ihren Roboterfreund hier rausholen. Doch wir sind gut erzogen und heißen unsere Gäste willkommen. Fußsoldaten 3 und 4, ihr werdet sofort kommen. Ich frage mich, wo die alle sind. Und der Herr sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Ja. Hallo, Überraschung! Ups. Findet ihr den Laden nicht auch Molto Extremo, ja, Jungs? Ja, wieder Albtraum eines Cartoonisten. Ich habe das wohl gehört. Eure Albträume haben gerade erst begonnen. Bald wird euer Roboterfreund in seine Dimension fliegen und mit einer Menge großartiger Kämpfer zurückkehren. Das kannst du doch nicht tun, Mac. Das kann er doch. Seht mal her. Nur keine Panik, Kumpels. Wir haben diese Banditen im Sack. Jetzt ist er frei von Cranks Kontrolle. Molto Fantastico! Diese verfluchten Hero-Turtles sind schon wieder frei! Und wieso steht ihr denn da noch alle herum? Los, schnappt sie euch! Ja. Oh. Ja. Das war die Übernummer! Das ist Schluss! Hey, wir danken dir, Alter! Null Problemo, guter Junge! Wo sind meine Steinsoldaten? Attacke!
Was? Das solltest du nicht machen. Max, sieh mal nach hinten! Das Zeitportal ist offen. Das sieht aber gut aus. Mac, du machst jetzt wohl besser einen Flieger. Mac will nicht wieder zurück. Zu viel Krieg und Gewalt. Hör zu, Compadre. Wenn du nicht sofort gehst, dann wirst du ganz sicher gleich explodieren. Hey, du kannst doch ein Kämpfer für den Frieden werden in deiner eigenen Ära. Ein Kämpfer für den Frieden? Ja, das fetzt. Adios, Compadres. Und tut mir einen Gefallen. Grüß den alten John von mir. Es hängt ein Pferd. Er hat meine wertvolle Erfindung zerstört. Reich dir mal ein Tränenglas. Inzwischen geben wir vier Gas. Mehr als das. Und nicht verzweifeln, Krang. Na los, putzt sie weg, Freunde. Draußen steht noch ein ganzer Wagen voller Pizzen. Was Mac-Man jetzt wohl macht, ob er auch glücklich ist? Also wenn nicht, ein Glück, dass sie auf unserer Seite war. Ja, der Typ konnte echt gut mit dem Laser umgehen. Mac war sicher ein guter Freund. Doch er gehörte in seine eigene Welt. Also, Splinter hat recht. Und wenn er geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich Schaden angerichtet, hätte er. Oh nein, die Pizza! Na schön, Leute, dann gibt's eben Sachertorte. Wir brauchen keinen Mac, der Schaden anrichtet. Wir haben doch unseren Michelangelo. Dann